So, willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Kristall Nuzlocke Challenge. Und ich habe diesmal endlich das erste Mal einen Spielstand von Hannes bekommen. Bis jetzt lief es ja bloß in die andere Richtung. Ja, schauen wir erstmal schnell. Feuerriegel kann immer noch keinen Flammenwurf. Und Hannes hat einen Detlef gefangen, einen Visor. Aber noch nicht trainiert. Er hat es schon mal versucht, sehe ich gerade. Na gut. Ich glaube, ich werde erstmal schnell nach Rosalia City zurückgehen. Nochmal heilen. Weil, so wie es aussieht, hat Hannes hier ordentlich Trainer geschnetzelt. Und ich denke mal, es geht jetzt auf der nächsten Route weiter, weil in meinem Textdokument des Todes steht nämlich, dass Hannes auf den Routen 29 und 30 schon Pokémon gefangen hat. Was ich natürlich nicht weiß, ist, ob jetzt eins von denen gleich wieder gestorben ist oder ob er eins nicht geschafft hat zu fangen. Aber ja, ich könnte jetzt im PC nachschauen, aber da das für den Moment für mich sowieso egal ist, kann ich jetzt auch einfach weiterspielen und kann mir dann Hannes Folge anschauen und dann werde ich ja sehen, ob irgendwas gestorben ist. Weil, immerhin, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ist ja auch egal. Nee, bloß, weil wir hatten ja gesagt, dass wir besiegte Pokémon auf eine Friedhofsbox im PC legen und spätestens da würde ich ja sehen, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist. So, Route 31. Cool, dann kann ich hier gleich ein Pokémon fangen. Bin ich gespannt. Taubsi soll es sein. Ein wildes Taubsi Level 4. So, Parzival, jetzt die Samthandschuhe anziehen. Ausgezeichnet. Taubsis Attacke geht daneben. Oh, ich hätte vorher mal prüfen sollen, ob Hannes genügend Pokebälle mit hätte. Das wäre jetzt ein schöner Reinfall geworden, wenn ich jetzt keine gehabt hätte. Boah. Oh. Das nächste Mal mache ich mein Handy während der Aufnahme aus. Ich habe gerade eine SMS bekommen, aber die muss warten. Taubsi wurde gefangen. Für Taubsi wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Es schlägt mit den Flügeln, um eine Staubwolke aufzuwirbeln, die Insekten aus ihrem Versteck treibt. Selbstverständlich möchte Taubsi einen Spitznamen geben. Ich nenne das Taubsi Gri. Zelda. Griselda. Sehr schön. So, jetzt muss ich aber doch nochmal zurück. Ich habe nämlich vor, gleich noch ein Pokémon zu fangen. Und mit einem Pokéball ist mir das doch ein bisschen heikel. Knofensa. Knofensa hätte man auch fangen können. Das hätte nochmal ein bisschen Abwechslung bei den Typen gegeben. Aber mit Taubsi, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein, weil immerhin ist es ja so, dass wir auf jeder Route nur das erste fangen können und gesetzt dem Fall, wir würden es irgendwie schaffen, kein Taubsi zu fangen, wäre das, glaube ich, ein bisschen kacke, wenn wir nachher irgendwann fliegen wollen und nicht können. Naja, aber das Problem ist ja jetzt gelöst. Knofensa wurde besiegt, 60 Erfahrungspunkte. Wahnsinn. Ich will ein Fahrrad. Mann. Langweilig. Beere erhalten. Ich ganz vergessen, dass die Beerenbäume ja nachwachsen. Ba, 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 ba. Was haben wir heute? Donnerstag. Nee, Donnerstag passiert nichts. Dienstags ist ja auf der Route nach Neuburgia jeweils eine Frau, die hier Items verteilt, aber nicht Donnerstag. Wieso bin ich hierher gegangen? Hier wollte ich gar nicht hin. Naja. Ist egal, wir haben Zeit. Also, ja. Genau genommen stimmt das auch nicht, aber ich kann ja versuchen, aus meiner Viertelstunde das Beste zu machen. So, gleich nochmal 4 Stück. Er wird mir verzeihen. So, denn auf Route 31 liegt auch der Eingang zur Dunkelhöhle. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann schaffen wir es, an dieser Stelle einen Kleinstein zu fangen. Kleinstein ist nämlich extrem geil.
Aber vorher kümmern wir uns um das Taubsi. Tickel. Und? Tickel. Cool. Mit 2 Hits ohne Volltreffer. Hannes hat gute Arbeit geleistet. Das dauert. Aber ist ja nicht so schlimm. Wenn ich in dieser Folge 2 Pokémon fange und vielleicht noch einen Trainer besiege, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann kann ich zufrieden sein. Letztendlich geht es ja bloß darum, Viertelstunde spielen, das Spiel irgendwie voranbringen und dann den Staffelstab weiterzugeben, damit man selber die andere Folge schauen kann und gucken kann, was der andere eigentlich verbrochen hat in seiner Abwesenheit. Also in meiner Abwesenheit, versteht sich jetzt. Also, ihr wisst, was ich meine. So, da ist der Tackle wieder. Selbst beim Level 4 Raupi klappt es anscheinend schon mit 2 Tackle-Angriffen. Unfassbar. So, ich denke, ich werde jetzt auch erstmal weiter Parzival trainieren und die schwächeren Pokémon, die können wir ein bisschen später nachziehen. Obwohl, es wäre ein bisschen gemein. Aber wir gucken mal. Erstmal gehe ich in die Dunkelhöhle und hoffe, dass ich einen Kleinstein finde. Und dann bedenke ich die weitere Strategie. Auf jeden Fall werde ich die schwachen Pokémon nur im hohen Gras trainieren, nicht gegen Trainer, weil, ist halt sicherer von wegen einmal besiegt und dann tot und solche Sachen. Naja. Und wieder 30 Erfahrungspunkte. Das wird langsam. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Und hier liegt ein Item. Götz findet Trank. Ausgezeichnet. Oh mein Gott, es ist dunkel. Die Wände kommen näher. Und. Jawoll! Ein weibliches Kleinstein Level 4. Oh nein. Oh nein. Eigentlich können die Viecher noch keinen Steinwurf. Ich sehe, das wird ein Spaß. Ich hätte natürlich noch einen Silberblick machen können. Aber dann mache ich nachher bloß einen Volltreffer und dann ist das Kleinstein besiegt und ich kann gar nichts mehr fangen. Das lassen wir lieber. So, also immer schön weiter tackeln. Schön, dass wir beide nicht getroffen haben. Wenn wir im orangen Bereich sind, dann werfe ich schon mal den ersten Ball, dann könnte es ja schon ausreichen. So, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Was zu erwarten war. Und Pokéball. Und bub. Nein! Gibt's doch nicht. Also noch einen. Wenn der nicht klappt, dann machen wir nochmal Tickel. Bub. Ah! Aber ich habe für mich beschlossen, die Soundbugs ignoriere ich jetzt einfach mal. Und da sie stolz auf ihre harten Körper sind, tragen sie Wettbewerber aus, um den härtesten zu ermitteln. Möchtest du Kleinstein einen Spitznamen geben? Natürlich. Und wir nennen das Kleinstein Renate. Renate ist ein schöner Name. Und wieder raus. Ja, nein, um auf die Soundbugs zurückzukommen, ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe Einstellungen geändert, andere Emulatoren benutzt und es hat überhaupt nichts funktioniert. Also die anderen Emulatoren liefen zum Teil nicht und es war alles komisch. Und ich habe dann für mich beschlossen, scheiß drauf und wenn du irgendwann mal Lust und Zeit hast, dann kümmerst du dich nochmal drum, aber ja. Ja. Hä?
Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Tja, so ist das. Ein Trainer! Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. So, mein zweiter Trainerkampf in diesem Let's Play. Und mein erster gegen einen normalen Trainer, der nicht Gargamel heißt. Greg schickt Raupi in den Kampf. Level 2. Das wird eine harte Nummer. Oh, muss denn das sein? Aber ich habe ja gesagt, ich reg mich nicht weiter auf. Ah, es hält noch die Beere. Also entweder hat Hannes gut gearbeitet oder er hat ihm einfach wieder eine neue Beere gegeben. In jedem Fall war es schön, dass er die Beere jetzt gehabt hat. Das spart mir den Trank. Und wieder ein Raupi. Cool, also wenn die Level 2 bleiben, dann dürfte das hier eine einfache Geschichte... Oh, 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 oh. Ich glaube, ich sollte mich doch nochmal kümmern. Ja, aber ich hatte das letzte Mal dann einfach keine Lust mehr. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit zugebracht habe, aber es war nicht nur eine. Aber ja, ist ja auch egal. Jetzt wird gespielt. Das Hornlio kriegt auch ordentlich auf den Deckel, beziehungsweise aufs Horn. Gegnerische Hornlio wurde besiegt. Und Parzival erreicht Level 12. Und. Den Mini-Flammenwurf gibt es. Jetzt sieht er alt aus. Jetzt sieht er alt aus. Die Attacke ist sehr effektiv. Käfersammler Greg wurde besiegt. Oder Av oder... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der gibt eine Telefonnummer raus. Du kannst Pokémon fangen, auch wenn du bereits 6 bei dir trägst. Fängst du eines, wird es automatisch auf die Box im PC übertragen. Eh, du bist gut, das mag ich. Ich suche ja täglich nach Pokémon. Im Gras finde ich alle Arten von Beeren. Wenn du möchtest, teile ich mit dir. Gibst du mir deine Telefonnummer? Warum redet er so komisch? Ich melde mich, sobald ich etwas finde, das dir gefallen könnte. Götz findet Pokéball. Das ist schön, weil der nützt uns hier nämlich nichts mehr. Aber das nützlichste Item in diesem Let's Play werden sicherlich die Beleber sein, denn, ja, die können wir gleich verkaufen. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City. Tja, dreimal dürft ihr raten, in welche Stadt wir jetzt kommen. Tach auch, warst du im Knofensaturm? Ich bin zu weit gelaufen, ich sollte zu Hause anrufen. Und da sind wir in Viola City. Der erste Gang wie immer zuerst ins Pokémon Center. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Es war vor etwa 3 Jahren. Team Rocket hatte etwas Übles mit dem Pokémon vor. Aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein junger Trainer hat sie zerschlagen. Ja... Eine kleine Anspielung auf die erste Generation. Man sagt, dass im Knofensaturm Geister umgehen. Pokémon-Attacken des Typs Normal zeigen bei Geistern keine Wirkung. Tja, dann ist schon fast... Was mache ich jetzt noch? Was mache ich noch? Ich gehe nochmal, glaube ich, auf die Route. Ich habe ja nicht mehr viel Zeit. Ich möchte jetzt zumindest nochmal einen Kampf starten. Hallo, ich möchte einen Kampf starten. Bitte. Geht doch. Entaubsi. So, weil ich unbedingt noch die Attacken sortieren möchte. Ordnung muss sein. So. Dann steht Glut nämlich oben. Da gibt's ja noch Step-Bonus drauf. Die macht ja viel mehr Schaden, wie man sieht. So, Taubsi wurde besiegt und ich sehe, meine Zeit ist fast um. Meine Zeit ist fast um, aber ich schaff's noch zurück in die Stadt. Nicht, dass Hannes denkt, er wäre als erster nach Viola City gekommen. Also stelle ich mich jetzt hier vors Pokémon Center und werde diese Folge beenden. Wir sehen uns beim übernächsten Mal. Bis dahin, ciao.